Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir, der kurzen Pfingstwoche. Ja, wir hatten hier den Pfingstmontag frei und es war vom Wetter auch relativ okay und ich habe die Tage nach wie vor immer wieder für Spaziergänge, kleine Wanderungen genutzt und das ist mir ja wirklich jetzt in der großen C-Zeit sozusagen etwas geworden, was ich wirklich sehr gerne mache, was mir ganz viel gibt und ich wirklich merke, wie diese aktive Entspannung ganz viel in mir macht, sehr viel Ruhe schenkt, gleichzeitig aber auch Energie gibt und einfach das Draußensein, und sei es tatsächlich nur eine halbe, dreiviertel Stunde jeden Tag, dass mir das unglaublich gut tut und das möchte ich definitiv, sollte irgendwann mal Normalität wieder einkehren. Das möchte ich auf jeden Fall beibehalten und habe das auch für die nächsten Tage und Wochen geplant. Jetzt im Grunde ist, wenn ich jetzt das Video drehe, in der Woche ist ja auch eine kurze Woche. Bei uns in Bayern ist nämlich der Donnerstag Frohen Leichnam und auch da habe ich ein bisschen was geplant. Dazu dann aber in der nächsten Bücherwoche. Ja, die Bücherwoche war geprägt von drei Büchern, bei dem ich eins gehört habe, was auch den aktuellen Gegebenheiten so ein bisschen geschuldet ist, nämlich im Grunde Rassismus. Es war ein großes Thema auf Social Media. Es ist immer, finde ich, ein großes Thema. Ein Thema, das jetzt aber nochmal besondere Aufmerksamkeit bekommen hat. Und dazu gehört jetzt auch eins der Hörbücher, die ich gehört habe. Dann habe ich die vierte Staffel von Tote Mädchen lügen nicht auf Netflix angesehen. Dazu möchte ich ein bisschen quatschen. Und ich muss über ein YouTube-Video sprechen, bei dem ich gefühlt wirklich 50 Minuten nur geschmunzelt habe. Und davon muss ich einfach vorschwärmen. Und die Bücher der Woche sind Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen von Alice Hasters. Das ist das Hörbuch, was ich dazu gehört habe. Dann habe ich gelesen Verliebt in deine schönsten Seiten von Emily Henry. Und ich habe gelesen Der Sommer, in dem Einstein verschwand, von Mari Hermansson. Und da denke ich, dazu erzähle ich jetzt nach und nach was, wie gewohnt. Ihr findet alle Infos zu den Büchern unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei, wenn euch da was Näheres interessiert. Und auch sonst sind da einige Infos, guckt da gerne mal rein. Ja, wir starten mit dem Buch Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen von Alice Hasters. Das ist ein Buch, das mir in den letzten, drei, vier Wochen sehr häufig begegnet ist. Nicht nur, weil aktuell die Debatte um Rassismus wieder ein bisschen stärker auflebt, was ich immer sehr gut finde, dass wenn es Gedanken einfach gibt, die man selbst vielleicht tatsächlich immer mal ein bisschen nach hinten schiebt. Gerade das große C hat, glaube ich, all unsere Prioritäten ein bisschen verändert. Dennoch finde ich es wichtig, dass gerade in der aktuellen Situation darüber gesprochen wird und dass man sich Gedanken macht. Und dieses Buch wurde mir empfohlen von drei, vier verschiedenen Freunden, Bekannten, die es gelesen haben oder gehört haben. Und so habe ich mich entschlossen, da die Autorin auch ihr Buch sozusagen selbst spricht. Deswegen habe ich mich dann auch für das Hörbuch entschieden. Meine Gedanken dazu: Es ist natürlich immer schwierig, über Rassismus zu sprechen. Man hat ja sehr oft das Gefühl, dass man nicht genug informiert ist. Welches Recht hat man eigentlich als weißer Mensch darüber zu sprechen, wo man ja selbst eigentlich keine Erfahrungen scheinbar über Rassismus hat? Ich finde es auch tatsächlich sehr schwierig, über das Buch von Alice Hasters zu sprechen. Nicht, weil ich denke, dass ich irgendwie eine komische Meinung dazu habe, das glaube ich tatsächlich nicht, sondern eher, es ist ja wie eine Art Biografie und ich finde es immer schwierig, über Biografien zu sprechen und diese zu bewerten, weil wie steht es mir zu, über das Leben eines anderen, der uns davon berichtet, etwas zu berichten, vor allem, wenn die Person dann auch noch da sind und sich ja damit auseinandersetzen müssen, was Menschen über ihr Leben denken. Also wenn wir jetzt über Heinrich den VIII. Sprechen, der keine Ahnung wie viele hundert Jahre tot ist und das irgendwie nicht gut finden, wie viel seiner Frauen er geköpft hat, dann ist ein ganz blöder Vergleich, aber ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Und wir haben hier Alice Hasters, die Ende der 80er Jahren in Köln geboren ist und jetzt auch Journalismus studiert hat und in München das studiert hat. Unter anderem hat sie auch für die Tagesschau und den RBB gearbeitet. Sie lebt jetzt in Berlin. Ihre Mutter ist Afroamerikanerin und ihr Vater ist Deutscher und sie hat auch noch zwei Schwestern und sie erzählt uns so ein bisschen in diesem Buch, wie ihr Leben eben so
in Deutschland stattfindet, wie in Deutschland so Alltagsrassismus an ihr im Grunde gelebt wird. Sie erzählt uns aber auch von ihrer amerikanischen Familie und was in Amerika an mancher Stelle anders ist als in Deutschland. Und sie bringt sehr viele Beispiele, die ich zum einen nachvollziehen konnte, mich auch gefragt habe, wer ist denn so und spricht Menschen so an. Zum anderen hatte ich an mancher Stelle aber auch ein bisschen eine andere Meinung dazu, gerade was zum Beispiel den Vergleich anging, dass sie ja Leute immer gefragt haben, wo sie herkommen, bis sie irgendwann sagte, ja, ich bin halt aus Deutschland, ich bin aus Köln, die natürlich auf die Hautfarbe abgezielt haben, was ich tatsächlich total, ich persönlich finde das total idiotisch. Ich bin tatsächlich jemand, der immer sagen würde, ich sehe keine Farbe hinter dem Menschen. Ich habe in diesem Buch gelernt, dass das durchaus auch schon rassistisch ist, weil man dann die Probleme andersfarbiger im Grunde kleinredet, was aber eigentlich nie mein Ziel war und auch nicht mein Ziel ist. Aber ich verstehe, dass man das so empfinden kann. Ich fand es sehr gut, wie die Autorin ihre Geschichte erzählt hat. Ich fand das sehr gut rübergebracht. Ich fand das auch sehr emotional. Es war sehr gefühlvoll erzählt. Ich fand auch, sie hat versucht, gute Worte zu finden für ihr Leben, ihre Situation und das tatsächlich auch den Menschen näher zu bringen und begreiflicher zu machen. Es sind auch sehr interessante Gedanken dabei, also gerade wie all diese Dinge, die man wahrscheinlich auch tatsächlich manchmal von sich selbst oder von Menschen in der Umgebung kennt. Wo ich aber nicht immer ganz konform gegangen bin, war zum Beispiel das Beispiel mit außergewöhnlichen Namen. Also wenn man im Grunde den Namen von jemandem nicht zuordnen kann, wo kommt der her und ja, sich dann im Grunde so ein bisschen darüber echauffiert wird, dass man sagt, ja, was interessiert dich, woher mein Name kommt, es geht doch um mich und ich bin Mensch und egal, wo der Name herkommt. Da war so ein Moment bei mir, wo ich dachte, darum geht's mir gefühlt gar nicht, wenn ich jemanden mit einem etwas außergewöhnlichen Namen frage, wo der denn herkommt, weil es mir gar nicht um den Menschen geht, wo der herkommt, sondern um den Namen und ich einfach nur interessant finde, woher kommt dieser Name. Also es gibt ganz viele Beispiele auch in meinem Arbeitsumfeld, in meinem Kollegenkreis, wo ich sage, das sind einfach mal ein bisschen andere Namen, wo man fragt, wo haben denn die ihren Ursprung? Und ich finde das eigentlich viel spannender, als wo der Mensch herkommt, das ist ja meistens langweilig. Aber so Namen und Klänge und wie spricht man es aus und ich finde das tatsächlich überhaupt nicht rassistisch, wenn ich einfach nur daran interessiert bin, wo kommt dieser Name her? Was bedeutet der vielleicht? Es gibt ja durchaus in Sprachen sehr viele Namen, die eine Bedeutung haben. Also gerade wenn ich ans Türkische denke, da erinnere ich mich noch an eine Schulfreundin von meiner Schwester, die eben Schneeflocke eigentlich in ihrer Sprache dann hieß. Und ich das so schön fand, das dann eben einfach zu assoziieren. Und das hat aber nichts damit zu tun, fand ich, dass das irgendwas Rassistisches ist, sondern ich war einfach nur neugierig und war daran interessiert. Und so ging es mir in vielen Dingen in dem Buch, dass ich das Gefühl hatte, ich kann sie verstehen. Tue mir aber schwer, das immer so über einen Kamm zu scheren. Das war tatsächlich so ein bisschen mein Problem, was ich mit dem Buch hatte. Besonders auch was ich noch besonders hervorheben möchte, ist der Alltagsrassismus, den sie uns beschreibt. Den hat sie für mich sehr, sehr gut rübergebracht. Und ich glaube tatsächlich auch, dass man den tatsächlich auch kennt, wenn man eben nicht weiße Freunde hat. Also was einem eben tatsächlich in einem Café, in einem Laden, auf der Straße, bei einer Autokontrolle durchaus auffällt, dass man eben tatsächlich anders behandelt wird als eben der Nicht-Weiße und man dadurch immer mal schon merkt, die Welt tickt im 21. Jahrhundert doch noch ein bisschen anders. An mancher Stelle fand ich die Autorin aber viel, viel zu vorwurfsvoll. Also die hatte ständig den erhobenen Zeigefinger auf. Ich hatte manchmal so ein schlechtes Gefühl, ihr zuzuhören. Nicht, weil ich sage, ich habe genug davon, über Rassismus was zu hören, weil das möchte ich gar nicht sagen, weil die Menschen müssen sich ja täglich damit auseinandersetzen. Aber ich kann tatsächlich für die Welt, wie sie jetzt ist, nichts. Punkt. Ich kann nichts dafür, dass wir eine scheinbare ja, Machtwelt haben, in der weiße Männer das Sagen haben, die Macht haben und alles unter Kontrolle bringen. Und ich kann dafür nichts. Für was ich aber was kann, ist, wenn sich das nicht verändert. Also ich kann meinen Beitrag und kann den auch schon gefühlt, keine Ahnung, 30 Jahre, ich sag jetzt mal, unter 6 ist man, glaube ich, dazu nicht in der Stande, deswegen 30 Jahre, ich kann daran was ändern. Ich kann es verändern, ich kann mit den Menschen umgehen, wie man eben mit Menschen umgeht, nämlich freundlich, respektvoll und offen. Und ich kann das jetzt ändern. Was irgendwer vor 300, 200, 100 Jahren gemacht hat, dafür kann ich nichts. Und ich fand es ganz schwierig, ihr dabei zuzuhören, wie sie mir eigentlich Vorwürfe macht. Und ich dann irgendwann da saß und dachte, ja, danke für das schlechte Gewissen. Aber wenn ich in mich hineinhöre, dann weiß ich, dass ich nicht gemeint bin. Und dann hat sich tatsächlich die Intensität des Buches für mich ein bisschen
ja, im Grunde tatsächlich verlaufen. Auch empfand ich ihr Weltbild sehr eingeschränkt. Ich hatte wirklich nur das Gefühl, bei ihr gibt es Schwarz und Weiß, was in ihrer Welt vielleicht tatsächlich auch Sinn macht. Aber wir sprechen gar nicht über die anderen Varianten und Vorurteile in dieser Welt. Beziehungsweise schert sie auch alle gefühlt weißen Menschen über einen Kamm. Und da frage ich mich auch, so richtig vorurteilsfrei bist du in deinen Gedanken auch nicht. Und natürlich will sie es auf die Spitze bringen. Natürlich will sie ganz klar Positionen beziehen. Aber wenn man selbst nicht ganz frei davon ist, finde ich das tatsächlich sehr, sehr schwierig. Denn es gibt Rassismus auf der ganzen Welt. Und da geht es nicht nur gegen Schwarze, es geht auch gegen Weiß, es geht gegen Religionen, es geht gegen Frauen, es gibt gegen andere Kulturen. Es gibt so viel Ungerechtigkeit auf unserer Welt, dass ich es tatsächlich sehr eingeschränkt fand, nur in Schwarz und Weiß zu denken. Und natürlich betrifft sie das eine konkret und wahrscheinlich wollte sie dann gar nicht irgendwas aufgreifen, was sie nicht betrifft, wobei ich durchaus auch noch verstanden hätte, wenn sie auch einfach diese ganze Ungerechtigkeit gegen Frauen angesprochen hätte, denn das ist sie auch. Aber es ist einfach so, sie ist eben immer die schwarze Frau, sie hat sich immer so betitelt und dann dachte ich mir auch mal irgendwann, wenn dein ganzes Leben nur so kreist, bist du dann nicht auch ein Teil? Also ja, ich fand es tatsächlich sehr schwierig. Ich hätte mir auch ein paar mehr Dinge noch gewünscht, vielleicht auf Bezug Wohnungssuche, Jobsuche, Partnerschaft. Das hätte mich nochmal so ein bisschen mehr interessiert, dass man ein bisschen in die Tiefe geht. Das fand ich tatsächlich ein bisschen wenig, wenn ich ehrlich bin. Aber es ist interessant, es war sehr emotional und gut geschrieben und ich glaube, das merkt man auch daran, wie ich über dieses Buch spreche, weil es mich eben auch emotional sehr mitgenommen hat, also mich definitiv irgendwie gepackt hat, ergriffen hat und ich bei vielem ihr einfach zustimmen musste und auch konnte, aber eben nicht bei allen. Und es gibt eben nicht nur den Rassismus in Deutschland oder in den USA, ihn gibt es auf der ganzen Welt. Also sei es, dass man als weiße Frau nach Afrika geht und da auch erstmal die blonden Haare angefasst werden, die Haut angefasst wird, gefragt wird, was alles so anders ist und man sich so denkt, ist das wirklich immer Rassismus? Ist das nicht einfach auch manchmal ein Interesse am anderen? Und gerade bei Kindern bin ich tatsächlich relativ tolerant und denke mir, ich kann da nicht verstehen, dass man schon Rassismus dahinter sieht, weil ich glaube, Kinder sind einfach nur neugierig. Und es ist irgendwie schwierig, es ist grundsätzlich ein schwieriges Thema, es ist, glaube ich, auch schwierig, darüber zu sprechen. In dieser Form, ja, ich finde, man kann dieses Buch gehört haben, man sollte es wahrscheinlich nur nicht zu persönlich nehmen, wie es mir an mancher Stelle einfach erging. Aber es ist ihr Leben, es ist ihre Geschichte und steht es mir zu, darüber zu urteilen? Wohl eher nicht. Das zweite Buch, dann ein bisschen leichte Kost sozusagen zwischendurch, ist dann Verliebt in deine schönsten Seiten von Emily Henry. Ein Buch, das mir vom Knauer Verlag zur Verfügung gestellt wurde, auf das ich mich sehr, sehr gefreut habe, denn der Klappentext klang schon richtig, richtig cool. Das Cover hat mir gefallen, die ganze Aufmachung ist toll und ich kann schon so viel sagen, es ist ein absolutes Highlight geworden. Wir haben hier die Liebesromanautorin January, die nach dem Monat benannt ist, in dem sie geboren ist. Sie hat tatsächlich nur einen Tag nach mir Geburtstag, was ich total lustig fand, die Vorstellung, jetzt Januar zu heißen, war eher so ein bisschen semi. Ich bin ganz froh, dass meine Eltern da ein bisschen vernünftiger sozusagen waren. Nichts gegen den Namen January, aber es wäre im Deutschen tatsächlich ein bisschen eher schwierig. Ja, sie zieht von New York in ein kleines Strandhaus. Nach dem Tod ihres Vaters übernimmt sie dieses Haus und erfährt auf der Beerdigung oder kurz danach, dass ihr Vater ein zweites Leben mit einer zweiten Familie, einer zweiten Frau gelebt hat, was sie eben vorher gar nicht wusste. Ja, sie nimmt das Ganze ganz schön mit, auch hat sich ihr Freund erst vor kurzem von ihr getrennt und sie steckt in einer Schreibblockade, hat aber einen Abgabetermin. Sie muss den nächsten Liebesroman veröffentlichen, tut sich damit aber sehr, sehr schwer. Sie hält immer wieder Kontakt zu ihrer besten Freundin Shady, die sie im Grunde auch vor Ort so ein bisschen auf den neuesten Stand bringt und ihr definitiv auch ein großer Zuspruch ist. Sie trifft den arroganten Gus wieder, den sie schon aus College-Zeiten kennt, der mittlerweile ja eher ein Literat ist und auch er steckt in einer Schreibblockade. Und beide kennen sich eben von früher, merken aber doch, okay, der Mensch von damals ist nicht mehr da, man hat sich verändert, man ist älter und erwachsener geworden. Und so beide schließen eine Wette ab und übernehmen des jeweils anderen Genre und schreiben dann das Buch des anderen, wenn man so möchte. Also fängt Gus an, einen Liebesroman zu schreiben und January möchte ernsthafte Literatur schreiben. Es ist ein Experiment mit
erstaunlichen und auch zum Teil fatalen Folgen. Und wir erleben natürlich hier auch so ein bisschen eine Liebesgeschichte, also es knistert auch an mancher Stelle. Mich hat dieses Buch gefühlt fast sprachlos zurückgelassen. Es gab wunderbarste Momente in diesem Buch. Es ist nicht nur einfach der Tausch zweier Autoren, die das jeweils anderen Genre entdecken. Es ist so viel mehr. Jeder der beiden Charaktere bringt eine eigene Geschichte mit, eine Vergangenheit. Die wird tiefgründig beleuchtet, die wird mitgenommen, die wird besprochen. Beide haben so viele Dialoge über sich selbst, über ihre Vergangenheit, über das Miteinander, über das College, über das Schreiben, über das Leben. Das war unglaublich gelungen. Es war erfrischend, es war modern, es hat sich echt angefühlt und sie bekommen unglaublich viel Tiefgang in dieser Geschichte. Also man hat wirklich das Gefühl, man hat das Leben der beiden beleuchtet. Dennoch bleibt es locker, es bleibt leicht, es hat einen flüssigen Stil und die Dialoge bringen eben unglaublich viel Lebendigkeit auch in diese Geschichte hinein. Ich habe so oft herzhaft lachen müssen, habe mir auch so manche Weisheit hier drin markiert. Ich fand das richtig, richtig toll. Ich mochte es auch, wie die beiden miteinander agieren, wie sie sich unterhalten, wie man dieses Knistern so langsam spürt, wie man merkt, da ist eine Anziehung, ohne dass es irgendwie zu kitschig wird, ohne zu überraschend zu sein, ohne zu Pam irgendwie, hier ist die Liebe. Ich fand das richtig, richtig toll. Ich mochte auch die Probleme, die beiden so ein bisschen hatten, auch miteinander und wie sie angegangen sind. Ich fand das sehr erwachsen und sehr echt. Und für mich hat sich das wirklich richtig, richtig toll angefühlt. Auch erfahren wir natürlich viel über das Leben als Schriftsteller, sei es als Literat, aber natürlich auch als Romance-Schreiberin, über Lesungen, über Fans, über ja allerhand dieser Dinge, wie es ist, unter Druck schreiben zu müssen und so weiter. Mir hat das unfassbar viel Spaß gemacht. Mich hat es gut unterhalten, mich hat es wirklich in den Bann gesogen und ich fand das wirklich großartig. Mich hat es super gut unterhalten. Ich habe viel gelacht, viel geschmunzelt, habe ganz oft genickt und fand einfach dieses Zusammenspiel der beiden Charaktere, der Geschichte drumherum. Ich fand das so, so, so gelungen und wirklich so greifbar und so echt. Und das hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Für mich wirklich ein Highlight, eine Geschichte, die im Highlight-Regal landen wird und die ich wirklich nur jedem empfehlen kann. Und man muss sich ein bisschen von diesem Liebesroman lösen, wo man vielleicht das Gefühl hier drin hat, darum geht es nur, aber das ist viel zu wenig, um dieses Buch zu beschreiben, denn in dem Buch steckt so, so viel mehr und es war richtig, richtig toll und mir hat es wirklich großen, großen Spaß gemacht. Und das letzte Buch der Woche ist dann Der Sommer, in dem Einstein verschwand, von Mari Hermansson. Eine Empfehlung der lieben Kerstin Merkel, meiner liebsten Buchhändlerin, und sie hat mir schon relativ früh, da war das Buch noch gar nicht da, erzählt, dass sie es als Vorab-Exemplar als Buchhändlerin gelesen hat und dass sie es mir absolut empfiehlt. Wir haben hier ja schon eine Art historischen Roman, der mich eben gerade deswegen auch angesprochen hat, weil ich schon länger nichts mehr in dem Genre gelesen habe. Wir haben hier historische Fakten gepaart mit Fiktion, was ja ich immer super spannend und interessant finde, und hinten findet man auch noch eine Erklärung der Autorin, die erzählt, wie sie eben auf die Ideen zu ihrem Roman kamen, was ich tatsächlich empfehlen würde, das dann am Ende tatsächlich auch zu lesen. Ja, wir sind hier in den 1920er Jahren, wir sind in Göteborg in Schweden und zum 300. Gründungsjubiläum findet eine große Ausstellung statt. Wir begleiten insgesamt vier Personen, haben vier Perspektiven in der Geschichte. Wir treffen auf den weisen jungen Otto, der dort mit seiner Eselin Bella ist und ja, so Kinderführungen mit den Eseln macht. Er erzählt uns seine Geschichte, allerdings nicht aus der Gegenwartsperspektive, sondern er ist im Grunde in der Zukunft, in unserer Gegenwart, und erzählt die Geschichte rückblickend an Dinge, die er sich eben noch erinnert, wie er das alles wahrgenommen hat. Und ob da immer alles so korrekt ist, habe ich manchmal nicht so richtig glauben können, beziehungsweise stellt man dann auch einfach mal in Frage, und ich glaube, das war genau das Ziel bei dieser Perspektive. Auch lernen wir Ellen kennen, die ist Volontärin und darf täglich über die Ausstellung berichten, was für sie ein richtiger Coup ist. Und sie muss hier auch dann zu ihrer Tante ziehen, die recht nahe wohnt, damit sie eben als junge, alleinstehende Frau nicht nachts irgendwie groß noch reisen muss nach Hause. Und auch da erfahren wir einiges. Dann treffen wir auf Albert Einstein, natürlich, der Titel verrät es schon. Der erzählt uns einiges natürlich über seinen Nobelpreis, über seine Frauengeschichten, über sein Leben, wie es da so ein bisschen war. Wir erfahren doch relativ viel über ihn und erfahren auch etwas über ja, seinen Erzfeind, wenn man so möchte, der dann eben auch ein Attentat auf ihn verübt. Nach diesem Attentat lernen wir eben auch noch den Kriminalkommissar Nils kennen, der uns dann eben auch die
die ganze Geschichte erzählt aus seiner Sicht, der uns irgendwie Berichte über den Mordanschlag auf Einstein erzählt und darüber berichtet und ja, wie im Grunde all das zusammenspielt, das ja, erfahren wir dann in dem Buch. Die Autorin schaffte es für mich wirklich, Atmosphäre zu schaffen. Man hatte zeitweise wirklich das Gefühl, man ist in den 1920er Jahren, man ist in Schweden, man hat Göteborg vor Augen, man hat diesen, ja, diese Ausstellung vor sich, man lernt die Charaktere kennen, man bekommt eine bildhafte Vorstellung. Es ist ein Stil, der einen ganz leise so einfängt, einbindet und irgendwann fühlt man sich mittendrin in der Geschichte. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Man fühlt sich wirklich in der Zeit zurückversetzt und das finde ich eben auch immer das Schöne an historischen Geschichten, wenn es der Autor schafft, eben nicht nur, oder auch in dem Fall die Autorin eben schafft, dass man nicht nur das Gefühl hat, man liest eine Geschichte, sondern man ist dabei. Und das hat mir super gut gefallen. Es gab Bilder in meinem Kopf und es war irgendwann wirklich, dass ich in einem Leseflow gelandet bin, der mir großen Spaß gemacht hat. Es gibt historische Fakten, die belegt sind, die in der Geschichte auch eingebunden sind und die Autorin, ja, spinnt eben so ein bisschen Fiktion drumherum und bringt eben ganz wunderbare Gedanken dazu zustande und erzählt uns eine sehr interessante Geschichte, wie es vielleicht auch hätte tatsächlich es sein können. Zudem lernt man tatsächlich einiges über Albert Einstein, so manches habe ich dann auch mal gegoogelt. Man denkt zwar immer, man weiß doch relativ viel, aber man vergisst natürlich auch unglaublich viel und umso spannender war es dann tatsächlich einfach nochmal ein bisschen was über Einstein zu lesen, über seinen Nobelpreis zu lesen, die Tatsachen, die hier drin waren, am Ende auch bestätigt zu wissen und mir hat das wirklich großen Spaß gemacht. Die Perspektiven fügen sich tatsächlich dann auch richtig schön in die Geschichte ein. Man bekommt so einen Gesamtüberblick über die Zeit, über die Geschichte, über die verschiedenen Personen, die ja auch alle vom Alter ganz anders sind. Und man erfährt natürlich auch definitiv den Unterschied zwischen Mann und Frau in den 1920er Jahren. Das fand ich sehr faszinierend zu lesen und hat mir wieder richtig Spaß gemacht. Mein Kritikpunkt an der Geschichte ist ein bisschen, dass ich das Gefühl habe, dass die Autorin einfach zu viel wollte. Sie wollte was Historisches, sie wollte etwas über Einstein, sie wollte was über Schweden erzählen, sie wollte etwas über junge Frauen in den 1920ern erzählen, über Waisenkinder und dann hat sie im Grunde auch noch den Mordanschlag auf Einstein. Und für mich waren es an mancher Stelle fast zu viele Dinge, die sie erzählen wollte. Mir war es manchmal zu viel. Dennoch war es natürlich unterhaltsam geschrieben. Es war spannend, es war atmosphärisch. Aber ich glaube, so, wenn ein, zwei Dinge aus der Geschichte gefehlt hätten, hätte ich es vielleicht ein bisschen runder empfunden. Also an mancher Stelle bin ich schon so gestockt und dachte, wo ich einfach tatsächlich das Gefühl bekommen habe, es ist ein bisschen too much. Und das finde ich tatsächlich sehr schade, aber das macht der Geschichte an sich keinen Abbruch, weil der Stil der Geschichte so besonders ist, so schön sprachlich ist und einen einfach einfängt. Und das hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Das hat mich gut unterhalten, das hat mich wirklich in einen Sog gezogen. Ich habe das Buch auch in, ja, nicht mal gefühlt einen ganzen Nachmittag so weggesuchtet. Ich habe, glaube ich, am Samstag angefangen und habe da so 60, 70 Seiten gelesen und ich glaube dann die restlichen 280, knapp 300 Seiten habe ich dann am Sonntag gelesen und habe das wirklich sehr, sehr genossen. Und es verging die Zeit wirklich wie im Flug und es war einfach so richtig schön erlebte Geschichte und das, ja, finde ich tatsächlich richtig, richtig toll. Danke hier der lieben Kerstin für den Tipp und freue mich noch auf ganz viele Tipps von ihr und sende auch liebe Grüße an dich, Kerstin. Ich weiß, dass du manches Video schaust und ja, kann das Buch sehr empfehlen. Gerade wer sich natürlich ein bisschen für Einstein interessiert und nein, das ist hier auch kein Meerschweinchen oder Hamster, sondern es geht um den echten Albert Einstein, der kann hier auf jeden Fall mal zu diesem Buch greifen. Und ja, das waren sie jetzt auch schon, die Bücher der Woche. Ich habe noch ein bisschen Serie gesuchtet. Ich habe Tode Mädchen lügen nicht am Wochenende weggesuchtet. Die Serie war, glaube ich, ab Freitag erhältlich, hat in der vierten Staffel jetzt 10 Folgen. Und die erste Staffel ist ja dann auch knapp, glaube ich, tatsächlich 3 Jahre her. Und hier geht es ja um den Roman von Jay Asher, der verfilmt wurde, der ja im Englischen heißt 13 Gründe, warum. Und hier geht es um Hannah Baker in der ersten Staffel, die, ja, wo wir relativ früh erfahren, dass sie Selbstmord begeht und 13 Kassetten aufgenommen hat mit, ja, an Personen gerichtet, die sie direkt und indirekt verantwortlich dafür macht, dass es zu ihrem Selbstmord gekommen ist. Hier geht es um Mobbing an der Schule, hier geht es um sexuelle Übergriffe, hier geht es auch um Rassismus, um Polizeigewalt und ja, einiges mehr. Natürlich alles so gepackt in dem jugendlichen Alter, die Kids eben sind. Wir lernen eben in der ersten Staffel schon sehr viele Charaktere kennen, es kommen mal welche dazu, es müssen manche die Serie auch immer mal noch verlassen. Und ich habe mich schon bei der zweiten Staffel damals gefragt, was soll denn jetzt noch kommen?
Ich fand die zweite Staffel noch sehr, sehr gelungen. Sie hat manche Dinge besser aufgelöst. Sie hat uns andere Perspektiven gezeigt. Ich fand die richtig gut. Die dritte Staffel war dann wieder auf andere Weise gut. Sie hat wieder andere Dinge in den Vordergrund gerückt. Und jetzt war ich natürlich schon skeptisch bei der vierten Staffel. Was wird mich hier erwarten? Es erwartet uns gefühlt nochmal eine ganz andere Geschichte. Hier geht es tatsächlich mehr um Freundschaft, Alltags-Mobbing, um Schulleben, um Polizei an Schulen, Waffen an Schulen und all das zu verarbeiten, was man im Grunde irgendwie erlebt hat, um Angstzustände, Vertrauen zur Familie und Freunden. Es hat sehr, sehr viele Themen und man merkt, die Geschichte ist jetzt erzählt, das Ende ist ein Ende und ich finde es einen sehr würdigen Abschluss für diese ganze Geschichte. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es Staffel 2, 3, 4 an und für sich so gebraucht hätte, aber mir hat die komplette Serie sehr gut gefallen, insofern einem so etwas sehr gut gefallen kann. Ja, ich bin immer wieder sehr dankbar, dass ich tatsächlich an einer deutschen Schule gewesen bin, dass Mobbing gar kein großes Thema an unserer Schule war, dass es keine Waffendurchsuchungen in irgendeiner Art und Weise gibt, dass es in Deutschland keine Waffen gibt, die einfach so gekauft werden können, dass wir hier in Deutschland tatsächlich, dass das einfach anders ist wie in den USA. Ich bin da tatsächlich sehr dankbar und sehr froh. Bei vielen Dingen, Szenen, die ich gesehen habe, wo ich mir dachte, boah, zum Glück ist das an dir alles vorbeigegangen. Zum Glück gab es das in meiner Jugend nicht und ich war da wirklich, bin da im Nachgang sehr zufrieden und glücklich drüber und wünsche das tatsächlich niemand. Natürlich ist auch diese Serie ein bisschen überspitzt, sie weist natürlich auf viele Dinge hin. Ich hatte damit tatsächlich, also es gibt ja auch immer diese Einblendungen mit Warnungen, dass, an die man sich wenden kann, wenn einem so etwas passiert, wenn man reden möchte. Und ich finde das tatsächlich sehr, sehr wichtig. Ich finde es wichtig, dass so eine Serie gezeigt wird, dass man eben tatsächlich als Betroffener weiß, dass das was Normales ist, dass man nicht ein Einzelfall ist, sondern dass es das eben gibt. Und ich glaube, dass das sehr vielen Jugendlichen, jungen Menschen helfen kann, tatsächlich hier Hilfe zu bekommen. Mich hat etwas gestört tatsächlich in einer Folge. Und zwar ging es da schon auch ein bisschen um das Sterben. Und man hat einen sehr leichten Sterbeprozess gesehen. Und ich glaube, wir alle wissen, dass Sterben nicht wirklich was Einfaches ist, gerade nicht vielleicht nach einer Krankheit, und dass man in der Regel nicht einfach einschläft und der letzte Hauch war dann auch der letzte. Das fand ich tatsächlich unfassbar unrealistisch, dass ich zwar sehe, wie Leute verprügelt werden, wie Blut spritzt, wie geschossen wird, wie Leute vergewaltigt werden, aber dann in einer ganz normalen Sterbeszene, da machen wir einen auf Hollywood. Also das war echt was, wo ich am Ende dachte, hat es das wirklich gebraucht? Nein, wohl nicht. Dennoch eine gelungene Staffel. Mir hat es Spaß gemacht. Das klingt so merkwürdig. Mich hat es gut unterhalten. Ich hatte es in den Bann gezogen. Ich finde die Schauspieler großes Kino. Also ich glaube wirklich toll, was den jungen Schauspielern abverlangt wurde. Ich mag es, wie mit Musik gespielt wird, mit Farben gespielt wird und auch hell und dunkel. Ich finde das wirklich großartig in der Inszenierung und ich mochte alle vier Staffeln gerne, finde aber nach wie vor, dass die erste Staffel die stärkste ist und kann auch jedem nach wie vor noch das Buch empfehlen. Das hat mich damals auch sehr nachhaltig geprägt und das sollte man möglichst auch nicht hören, weil wenn man dann auch noch die Kassetten hört, die da erzählt werden, das war an mancher Stelle schon ganz schön creepy, muss man ganz klar sagen. Und dann habe ich ein YouTube-Video gefunden, bei dem ich 50 Minuten gefühlt geschmunzelt habe. Und ich packe euch das auch mal unten in die Infobox. Es ist ein Interview und in dem wird nach und nach der Herr der Ringe-Cast zusammengebracht. Wir fangen an mit den vier Hobbits, dann kommt Legolas dazu, dann kommt Peter Jackson dazu, Gandalf ist da und es kommen noch einige Überraschungsgäste und ich fand das großartig. Man sieht natürlich, es ist 20 Jahre her, dass Herr der Ringe gedreht wurde. Man sieht natürlich schon an, dass die Leute älter wurden und dann denkt man sich so, ja, man selbst ja im Grunde auch. Es ist 20 Jahre her, es ist echt unglaublich. Also definitiv, es ist unglaublich. Also es sind noch nicht ganz 20 Jahre her, aber fast. Und ich fand es toll, wie dieses Zusammenspiel, dieses Interview, die Fragen, die Antworten, die Erinnerungen, man schwelgt so in Erinnerung. Und es wurde so toll, auch noch Bilder eingeblendet, Musik, es gab Rückblenden, eben auch einfach zu Filmszenen, zu Making-ofs. Und ich war da total im lächelnden Flow. Also ich habe gefühlt wirklich eine Dreiviertelstunde nur geschmunzelt, nur gelächelt, wie die miteinander gequatscht haben, wie die gelacht haben, wie die sich erinnert haben. Und dann schwelgt man so mit in Erinnerung und es war richtig, richtig toll. Also mir hat es unfassbar gut gefallen und wenn ihr
Herr der Ringe-Fan seid, dann schaut euch dieses Video unbedingt mal an, nehmt euch die 50 Minuten Zeit. Es ist, soweit ich weiß, tatsächlich nur mit englischer Sprache verfügbar. Ich weiß nicht, ob es irgendwie einen deutschen Untertitel oder sowas gibt, aber es hat wunderbar funktioniert und ich fand das großartig. Ich hatte so viel Spaß und es war total faszinierend zu sehen, wie alt tatsächlich zum Beispiel Samwise, Sean Astin geworden ist und auch die beiden anderen Hobbits und wie alt tatsächlich auch ein Aragorn, Viggo Mortensen aussieht oder ein Orlando Bloom, der ja in echt nie so aussieht wie Legolas und auch noch nie so aussah. Und dann sieht man aber tatsächlich einen Frodo Beutlin, einen Elijah Wood und denkt sich, der ist ja um keinen Tag gealtert. Also das müsst ihr euch mal angucken. Total faszinierend. Der Junge sieht gefühlt immer noch so aus wie vor 20 Jahren. Und ja, vielleicht hat der Ring doch irgendwelchen Einfluss. Also großartig. Es hat mir wirklich unglaublich viel Spaß gebracht. Schaut euch dieses Interview an. Genießt es. Und ja, mich hat dieses Video direkt wieder dazu gebracht, dass ich unbedingt in meinem Urlaub, in meiner Sommerpause unbedingt mal ans Mittelerde-Regal muss und da unbedingt was lesen muss. Nicht unbedingt Herr der Ringe, das habe ich ja, glaube ich, erst vor eineinhalb, knapp zwei Jahren gemacht, aber ja, ich glaube, irgendwas muss aus der Mittelerde-Welt jetzt mal wieder gelesen werden. Ich fand das wirklich großartig und ja, alle Infos unten in der Infobox, ja, schaut da einfach mal vorbei. Und mehr gibt es, glaube ich, tatsächlich auch gar nicht zu erzählen. Ich habe, glaube ich, alles gesagt. Es steht nichts mehr auf dem Notizzettel. Nein. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet auch eine schöne Woche. Genießt vielleicht auch das jetzt noch anhaltende lange Wochenende, insofern das bei euch der Fall ist. Vielleicht wollt ihr mir erzählen, mit was ihr im Juni lesetechnisch an den Start gegangen seid. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein tolles Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.